Ich werde verrückt. Jetzt wird wieder ein Träumchen wahr. Einen wunderschönen guten Tag. Da hat sie ihre Tütchen für. Ja, Frau hallo. Kelly freut mich außerordentlich. Du siehst totschick aus heute, hör mal, Horst. Danke. Muss ich Kompliment machen. Ja? Passt ja in ein Schloss? Ja. Ne? Könntest du ein Schlossherr sein? Ne? Ja, das ist mein Herbstsitz hier. Ne? Ja, nur für den Herbst, ja. Ja, aber ein Thema Schloss habt ihr ja auch gehabt, ne? Davon mal abgesehen. Haben ne? wir. Wir hatten im Besitz Schloss Gümlich. Mhm. Und da muss ich sagen, deswegen bin ich auch heute hier, weil mich dieses Thema so interessiert hat, weil Papa war Antiquitätshändler. Ach, ja, also das Papa, wusste ich jetzt auch nicht. Ja, ja, deswegen, ja. Also er hat uns diese Liebe für die alten Sachen, für die gute Qualität weitergeerbt. Und mich hat immer fasziniert die Geschichten dahinter. Fangen wir mit der Geschichte mal ganz kurz an. Ja. Wo hast du diese, das ist eine Tasche, ne? Ja. Genau, das ist eine Tasche, die habe ich in Waterloo Plain in Amsterdam gekauft. Mhm. Und wir haben 3 Jahre in Amsterdam gelebt, mhm. Ende der 80er Jahre. Und auf dem Boot, auf dem Hausboot, ja, also ja. das Kelly-Schiff. Und damals hat Papa uns jeden Wochenende 50 Gulden gegeben. Und damit müssen wir zum Waterloo Plain. Und dann kamen wir wieder und mussten ihm zeigen, was wir dafür gekauft haben. Und dann hat er uns erzählt, was für Material das war, ob das ein guter Kauf, ein schlechter Kauf war, was gut, was schlecht daran wäre, welches Zeitalter. Also wir haben wirklich eine Ausbildung bekommen. Ja. Also, und das ist aber eine sehr schöne Schule fürs Leben. Ja, auch, ist es. Also es hat Spaß gemacht. Außerdem ist so ein bisschen Anreiz da, was bringen die Geschwister mit? Ja, jeder hat die gleiche Kohle. Genau, das war auch so ein bisschen Competition, so ein bisschen, wie heißt es, Wettbewerb. Ja. Aber er hat uns, ich sag mal, in erster Linie auch die Liebe zu den schönen Dingen geschenkt. Und das habe ich ihm heute noch zu verdanken. Der sollte ein Pflichtfach in Schulen werden. Ja. Liebe. So, ja. Thema Liebe. Du bist mit viel Liebe bei der Sache. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. So. Ja. Ja, dann fangen wir doch mal an. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Tasche vor uns. Also ist sie praktisch? Ich glaube, nein. Ich glaube, heutzutage nennt man das Klatsch. Im perfekten Zustand wäre sie natürlich dann auch noch geputzt worden im Großen und Ganzen. Jetzt ist sie natürlich im Laufe der Zeit etwas angelaufen. Warum ist es angelaufen? Ich habe es ja geprüft. Es ist Silber. Ist wirklich Silber. Okay. Es ist wirklich Silber. Wichtig war für mich jetzt einmal, dass wir diese Münzen als Silber erkennen können und auch vor allen Dingen diese Schließe und auch die Kette. Das habe ich jetzt geprüft mit Säure, weil leider ist hier kein Stempel drauf versehen. Was mich jetzt interessieren würde, sind die Münzen. Weil du hast extra gesagt, Münzen. Sind das echte Münzen? Ja, ja. Und das stimmt mich. Ja, mit zweierlei Herzen arbeite ich jetzt. Einmal finde ich es sehr schön, weil es ist selten. Ich mache es mal einmal kurz auf, dann sieht man nämlich, dass es auf beiden Seiten ja der Beutel ist. Da sieht man, das wurde also komplett mit einem Geflecht zwischen den silbernen Münzen angesetzt. So, das heißt aber, ich musste hier jede einzelne Münze musste 4-mal angebohrt werden. So. Da blutet dein Herz. Da blutet mein Herz, weil ich denke jetzt an die Numismatiker. Das sind alle die gleichen Münzen. 3 Pence-Münzen, also kommen sie aus Großbritannien. Und auf der Münzseite, das lege ich mal so rum, sieht man, da ist immer das Konterfei nach links, also das Linksprofil von King George V. Ja? Und wir haben hier also Münzen vor uns. Die älteste, die ich jetzt gerade gesehen habe, ist 1876 bis 1919. Okay. Und das ist für mich eine sehr gute Zeit, aus dem einfachen Grunde. Kurz danach wurden die Münzen anders legiert. Ja? Und bei diesen Münzen wissen wir, dass sie 925er Silber noch waren. Oho. 925er? Genau, also wie Sterling-Silber, so wurden die aufgebaut. Echt? Ja. Das wird ja immer besser hier. Alter würde mich aber noch interessieren. Die muss ja definitiv gemacht worden sein nach 1919, wenn da die letzte Münze herstammt. Was denkst du, wann ist sie gemacht worden? Ich denke, dass die relativ aktuell war, also vermutlich so in den 20er Jahren. Ja. Würde auch aufgrund der Formgebung dazu passen. So vom Zustand her, wirst du ja auch gleich noch mal fragen, müsste man einfach eingehen, diese kleinen Trottel, da fehlen 3 Stück. Ja, das schmerzt mir, das ist schade. Ja, ich bin auch wahrscheinlich total entsetzt. Deswegen habe ich die günstig bekommen, gehe ich davon aus. Könnte sein. Ja. Hast du mal gewogen? Ich habe sie gewogen, ja. Wir haben 256 Gramm. Okay. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man da das Ganze umrechnet, dann haben wir einen Wert von Silberwert, den wir ansetzen können, ich aber nicht erzählen werde. Ach so, echt? Er wollte das jetzt total spannend machen. Ja, ich will doch erst wissen, was du haben möchtest. Auf die Folter hier, ja? Ne? Weiß ich, früher stand ich näher dran, da konnte ich treten. Jetzt komme ich nicht mehr dran. Also, sagen wir so, da ist, für mich ist es für einen guten Zweck. Ich möchte das spenden. Von daher würde ich
fairerweise mit einem niedrigen Preis anfangen, damit ich die Karte vielleicht hoffentlich kriege und dann doch zu den Händlern komme. So. Sie macht getrickst. Ja, ein bisschen muss man, ja, ist ja, ja, ja für den guten Zweck. Ne? Ja, ja, ja. So, also ich würde sagen, ich weiß, ja, 200 Euro, so. Hoffentlich komme ich durch jetzt. Kann Detlef für diesen Wunsch grünes Licht geben? Beim Silberwert sind wir bei ca. 150 bis 160 Euro schon im Material. Okay. Ja, das ist jetzt okay. Jetzt kommen wir zur Wahrheit, ne? Ja. Also, ich darf die Tasche natürlich jetzt nicht mit Ihrem Namen in Verbindung bringen. Ich bewerte jetzt nur das Objekt als solches. Trotzdem sind wir so bei 350 Euro circa, die das Ganze noch bringen. Okay, immerhin. Ja, da sind wir im grünen Bereich. Aber, ne? Sind wir aber schon mal im grünen Bereich. 350 ist schon mal eine Basis. Okay. Plus Kelly. Ja. Plus ja. Kelly, genau. Ja. So. Oh, yeah, super, dankeschön. Bitte schön. Ich will so einen Arm, aber ich darf nicht. Darf ich auch nicht, nein. Da freue ich mich, super. Meine Liebe, die Brille nicht vergessen, nachher um das Geld zu zählen. Oh, da ist ein Schirm, falls es regnet. Dankeschön. Viel Erfolg. Ja. Danke. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Es tut mir schon ein bisschen weh, die loszuwerden. Ja, mal gucken, wie teuer es wird. Genau. Tschüss, meine Tschüss. Liebe. Tschüss. Ciao. Jetzt dreht sich im Händlerraum alles um die Silbertasche aus dem Hause Kelly. Oui. Oh, da war schwer. Oh. Eine Klatsch. Die Dame. Eine Klatsch. Eine Klatsch. Fehlt aber schon ein Moppi da dran. Sind das Münzen? Ja. 3 Cent oder Taler. Oh, da kann man ja voll sehen, was man da drin hat. Ja, das sind die neuen Röntgentaschen für den Flughafen. Da kannst du direkt so durchgehen. Zielsicher steuert Patricia Kelly auf den Händlerraum zu. Die Sängerin kann es kaum erwarten, ihre Rarität in den höchsten Tönen anzupreisen. Springen die Händler darauf an? Hallo! Ja, hallo! Ja, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Welcome! Schönen guten Tag. Thank you very much. Yes. Einer von den kleinen Kellys. Ja, genau. So ist es. Eher von den großen Kellys, würde ich sagen. Groß sind wir nicht. Guck mal, wir sind alle relativ klein. Okay. Also ohne Schuhe bin ich so. Ja. Ich durfte mit deinem Bruder schon mal drin. Mit Joey? Nee, mit dem Angelo. Ach, mit Angelo, ja. Ja, coole Socke. Ja. Mhm. Ja, Sie haben uns auf jeden Fall eine sehr schöne Klatsch mitgebracht. Ja, gefällt's Ihnen? Ja, ich finde die Handwerkskunst, die dahinter steckt, ganz interessant auf jeden Fall. Mit Münzen habe ich das so noch nicht gesehen. Wo haben Sie die denn her? Ich habe das in Amsterdam am Waterloo Plain gekauft. Und vor 30 Jahren, by the way. Also diese Tasche war schon überall mit uns Kellys, das heißt auf dem Schiff, Schloss Gümlich, was wir damals im Besitz hatten. Und überall in Irland und überall, wo ich immer gegangen bin, ist er mit im Umzug mitgekommen. Ja, cool. Also hat eine Geschichte. Ja. Ist aus Österreich, die Tasche. Ist das so? Ja, ich denke, die Woher sehen Sie das? An den Münzen. An den Münzen? Nein, das sind 3 Pence aus England. Das sind Pence? Ja. Jetzt sehe ich es. Sie brauchen Brille, glaube ich. Ja, brauche ich auch, da haben Sie recht. Also das ist Sterling, 925 Sterling Silver. Passt auch gut, nein. Ein witziges Teil, auf jeden Fall. Normalerweise fange ich mit 80 Euro an. Das habe ich gehört. Bei dir mache ich 180. Damit fangen wir schon mal an. Ey, das gefällt mir schon mal. Ja. 180. Ja. Ich gebe 230. 250 von mir. Wow. 270. 200. Dann kriegst du sie nicht. 300. 350 bei mir. Und weil sie von der Kelly ist, ist sie ja die Tasche eigentlich unbezahlbar. Provenienz stimmt. Aber ich mach trotzdem 400. Aber es ist keine Kelly-Bag, das weißt du schon. Nein, dann ist egal. Dann ist wer mehr wert wie ein Kelly-Bag. Das ist alles. Schön. Das ist sehr großzügig. Ja, aber Silberpreis plus Exklusivität, dabei bin ich bei 4,50. Wow. Gut. Mit der Geschichte. Ja, wenn ich 400, dann kann ich auch 500 bieten. Dann ist es auch noch ein Jahr. Ja, finde ich gut. Der Heidi hat auch eine Affinität zu Handtaschen, immer schon. Ja. Deswegen gebe ich 500. Ja. Sehr gut. Was meinen Sie denn zu 500 Euro? Ich verstehe, ihr seid ja Händler, müsst ja auch einen Intrinsic Value halten, sage ich mal. Ey, ich habe noch nie eine Tasche rausgegeben. Das heißt, die Kelly-Fans werden crazy werden. Was sie bezahlen, kann ich auch nicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall, weil es Kelly-Tasche ist,
und 30 Jahren mein Besitz war, das ist eine ganz andere Geschichte für aber die Kelly-Fans. Aber sie kann nicht nur einkaufen. Das hat mich heiß gemacht. Kelly-Fans gibt es viele. Es gibt viele Fans, ja. Mir ist es 600. Wow. Gut. Also du kannst nicht nur gut einkaufen, du verkaufst noch viel besser. ja, schnacken Tausender. Was? Ja. Okay. Wow. Dass hier mal Ruhe an die Tür. Ja. Okay, jetzt bin ich ja sprachlos. Ja. Ja. Zieht Daniel mit? Nein, das ist gut, das ist toll und das soll so sein. 1000 ist ein glamouröser Preis und da bin ich dann auch zufrieden mit und will nicht weitermachen. Puh. Engelchen, ja? Machen wir da. Ja, ich mag dich irgendwie, muss ich sagen, und es muss auch Spaß machen, ne? Ja. So, und wir machen Folgendes. Weil du so mutig warst, dann lege ich aus meinem privaten Geld auch noch mal 500 drauf und dann haben wir 1500 für die Brustkrebs Deutschland e.V. Das ist eine coole Sache. Alles okay. Ja? So. Jetzt pass auf. Na, da bin ich jetzt glücklich. So. 500, 1000. Und da du das ja stiften tust, ein 20er für eine exklusive Tasse Kaffee nur für dich. Du bist ein Schatz. Alles klar. Engelchen, ich danke dir. Viel Freude damit, ja? Ja. Dankeschön. Also war richtig schön mit Ihnen. Hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Liebe. Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute für die Stiftung. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr die wirklich da 20 Jahre mitgereist ist, durch alle Länder oder 30. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. So. Und eine Kellybag für 1000 Euro, da kannst du gar nichts sagen. Nee, da kann man nichts falsch machen. Ich bin überglücklich, total happy. Und das hat Spaß gemacht. Die sind total nett und lieb und das macht Spaß.